Fertig in der Generalprobe. Schön an der Probe ist besser Generalprobe. Und da plötzlich sind Zuschauer da. Und das ist wie, wenn Leute ins Schlafzimmer kommen. Ja, aber sie arbeiten. Ja, das ist Beschreib, nicht für einen Beschreib für sich. Was ist sie? Was ist das Publikum? Das Publikum ist ja alles Mögliche. Das ist ja nicht jemand. Das ist alles. Das Publikum ist jeder Einzelne auch und das ist einfach alles gemischt. Ein Philosoph sieht es anders als ein Schullehrer oder eine Hausfrau oder ein Schüler oder eine Zahnärztin. Es ist alles Mögliche. Das ist eigenartig, wenn die vor einem Publikum spielt, das genormt ist. Also, ich mag mich erinnern, in der Brücke, als er Physiker gespielt hat in London, hat er, dann macht man so Vorpremiere. Und dann lässt man dann so einen Club ein. Und da war ein Club von 90 Krankenschwestern. Und nun haben die ständig gelacht an Orten, wo kein Mensch begriffen hat auf der Bühne, warum die lachen. Dann hat plötzlich irgendwie die haben natürlich eine Art eine Optik gehabt, die das Publikum nicht hat. Und dort war die Schauspieler vollständig verdattert, warum jetzt wieder ein riesiges Gelächter war. Yeah. Nicht, dass sie alles Krankenschwestern waren. Oder das Gleiche, das ist das peinlichste Publikum, das ich hatte, das ist in Frank der Fünfte, das ist in Paris, das sind plötzlich lauter Oberlehrer im Saal, sind nur mal Lehrer. Das war grässlich. Wie haben denn die reagiert? Ja, das ist so etwas von Stiefs. Nicht? Oder zum Beispiel Kritiker. Kritiker lachen nicht. Eine von der schrecklichsten Premiere war in Hanau von der Panne. Da waren 250 oder etwa 200 Kritiker. Das war ein lähmender Ding, weil kein Kritiker dem anderen sagen will, was er schreibt. Oder so. Das kann man nicht spielen. Man kann nicht, wie der Kritiker ja sowieso das schlechteste Publikum ist. Man kann ja nicht kritisch zuschauen. Man kann nicht einmal, was ist ein Theaterstück? Ein Theaterstück ist ein Ereignis. Das geschieht. Man kann nicht einmal ein Ereignis kritisch zuschauen. Sondern man muss einmal packen, man muss mitmachen. Kritiker machen nie mit. Fertig in der Generalprobe. Schön an der Probe ist besser Generalprobe. Und dann plötzlich sind Zuschauer da. Und das ist wie, wenn Leute ins Schlafzimmer kommen. Ja, aber sie arbeiten, ja, das ist Beschreib, nicht für ein Beschreib für sich. Nicht. Was ist sie? Was ist das Publikum? Das Publikum ist ja alles Mögliche. Nicht. Das ist ja nicht jemand. Ja. Das ist alles. Das Publikum ist jeder Einzelne auch. Und das ist einfach alles gemischt. Ein Philosoph sieht es anders als ein Schullehrer oder eine Hausfrau oder ein Schüler oder eine Zahnärztin. Es ist alles Mögliche. Das ist eigenartig, wenn die vor einem Publikum spielt, das genormt ist. Also, ich mag mich erinnern, in der Brücke, als er Physiker gespielt hat in London, hat er, dann macht man so Vorpremiere. Und dann lässt man dann so einen Club ein. Und da war ein Club von 90 Krankenschwestern. Und nun haben die ständig gelacht an Orten, wo kein Mensch begriffen hat auf der Bühne, warum die lachen. Dann hat plötzlich die haben natürlich eine Art, eine Optik gehabt, die das Publikum nicht hat. Und dort war die Schauspieler vollständig verdattert, warum jetzt wieder ein riesiges Gelächter war. Yeah. Nicht, dass sie alles Krankenschwestern waren. Oder das Gleiche, das ist das peinlichste Publikum, das ich hatte, das ist in Frank der Fünfte, das ist in Paris, das sind plötzlich lauter Oberlehrer im Saal, sind nur mal Lehrer. Das war grässlich. Wie haben denn die reagiert? Ja, das ist so etwas von Stiefs. Nicht? Oder zum Beispiel Kritiker. Kritiker lachen nicht. Eine von der schrecklichsten Premiere war in Hanau von der Panne. Da waren 250 oder etwa 200 Kritiker. Das war ein lähmender Ding, weil kein Kritiker dem anderen sagen will, was er schreibt. Oder so. Das kann man nicht spielen. Man kann nicht, wie der Kritiker ja sowieso das schlechteste Publikum ist. Man kann ja nicht kritisch zuschauen. Man kann nicht einmal, was ist ein Theaterstück? Ein Theaterstück ist ein Ereignis. Das geschieht. Man kann nicht einmal ein Ereignis.
Ereignis kritisch zuschauen. Sondern ich muss mal packen, ich muss mitmachen. Kritiker machen nie mit.